Entschuldigung. Wie sollte ich mich bedroht fühlen durch etwas, dem im Gesicht das Wort Liebe geschrieben steht? Lass es gehen. Wir wollen nur Holz. Schwer. Wind kann ich ertragen und Kälte auch. Aber beides zusammen? Oh nein. Dafür brauche ich keine Übersetzung. Irgendjemand benötigt Hilfe. Na los, kümmern wir uns darum. War das der? Oh, der Herzlaubbaum. Wieso tut jemand sowas? Das Einhorn der Herzen. Sie sagt, dieser Baum war ihr Heim und ihre einzige Futterquelle. Vielleicht kann die Einhornträne es heilen. Wie es aussieht, klappt das nicht. Es tut mir leid, dass wir nicht rechtzeitig hier waren. Feigen? Sie sagt, sie lebt von den Feigen des Baumes. Jetzt, da er weg ist, wird sie verhungern. Der Samen der Liebe sprießt noch einmal. Wir müssen den Baum neu pflanzen und die Feige trägt den Samen. Es muss hier doch noch irgendwo eine geben. Wir sollten sie suchen. Dex und seine Käfer haben alles mitgenommen. Ach, großartig. Sie haben wahrscheinlich alles ins dunkle Schloss gebracht. Und es gibt keine Möglichkeit, da reinzukommen. Vielleicht nicht für uns. Hey! Oh, du! Wenn du auf der Suche nach etwas Kostenlosem bist, dann ist meine Antwort, wie sie immer ist. Nein! Politeus, wo wollen Sie hin? Nicht, dass es euch irgendetwas angeht, aber ich bin unterwegs zum dunklen Schloss. Im Gegensatz zu einigen anderen ist Gargona eine gut zahlende Kundin. Sie müssen uns einen Gefallen tun. Hast du das gehört, Buttercup? Gefallen? Wieso denken die Elfen, ich wüsste, was dieses eigenartige Wort bedeutet? Kein Gefallen in dem Sinne. Ein Angebot. Mit Profit. Profit? Das Wort verstehe ich. Sie müssen etwas für uns kaufen. Von Gargona. Eine Feige. Sie ist herzförmig. Sie können jeden Preis, den Sie wollen, aushandeln. Und wir kaufen es von Ihnen für... Jetzt wird es interessant. Eine Einhornträne. Ich muss dann gehen. Bin ich unpünktlich, erwartet Gargona einen Preisnachlass. Zwei Einhorntränen. Das ist alles, was wir haben. Gut. Wir treffen uns hier, sobald ich den Artikel erstanden habe. Nein! Ich meine, ich muss mit Ihnen kommen. Vergib mir. Sagtest du gerade, ich solle den schlimmsten Feind von Gargona an meiner Seite ins dunkle Schloss reiten lassen? Aber nein, das kannst du nicht gesagt haben. Das wäre ja zu lächerlich. Irgendwie muss ich ihm da zustimmen. Ja, ich irgendwie auch. Vertraut er ihm, was diesen Handel angeht? Du hast recht. Ich gehe. Nein, zu riskant. Ich werde gehen. Auf keinen Fall. Ich werde meine Reputation nicht riskieren, indem ich einen von euch mitnehme. Vergesst den Handel. Was? Auf geht's, Buttercup.